Stephanie Popp hier. Mut für den Wahnsinn um uns. So habe ich dieses Video genannt. Und ich habe lange überlegt, was ich in dieses Video packe und wie ich es wohl machen werde. Und Gott möge mir Weisheit schenken, um einfach einige Dinge mal beim Namen zu nennen. Aber ich möchte damit starten, dir ein paar kleine Details zu erzählen aus unserem Familienleben bzw. von meinen Kindern. Mein jüngster Sohn. Sein bester Freund, er hat drei Mütter. Einmal seine leibliche Mutter, die sich wiederum von seinem leiblichen Vater getrennt hat, mittlerweile liiert ist mit einer Frau. Und sein leiblicher Vater hat auch wieder geheiratet. So hat dieser Junge also drei Mütter. Und es ist völlig normal für ihn. Und es ist der Sohn, der Freund meines Sohnes. Okay? Dann habe ich einen anderen Sohn, der ist in der Ausbildung. Die hatten vor kurzem einen Workshop unter dem Titel Diversity. Ja, also diese unterschiedlichsten Geschlechtlichkeiten oder wie man auch immer das betiteln möchte. Und dieser Workshop wurde gehalten von einer, aus meiner Sicht, Frau, die sich aber als neutrales Wesen bezeichnet. Wiederum meine andere oder meine Tochter ist in der Ausbildung zur Erzieherin. Und hat schon seit Wochen ein komplettes Modul über das Thema Gender. Rauf und runter. Und ich kann zwischendurch nur noch den Kopf schütteln und sagen, Gott, was passiert in diesem Land und was passiert mit unseren Kindern? Und dann liest man noch irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Schlagzeilen und findet heraus, dass gewisse Menschen in diesem Land Werbung für sich selber machen im Wahlkampf, indem sie gewisse Regenbogenthemen mit ins Wahlkampfprogramm und auch diverse Versprechen in diese Richtung mit hineinnehmen. Ich muss ja vorsichtig sein, was ich hier auch sage. Aber all diese Sachen bringen mich manchmal fast nicht zur Verzweiflung, aber ich denke einfach nur, Gott, oh Gott, was können und was sollen wir nur tun? Und es ist einfach so verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt, ja, für die Generation meiner Eltern, wenn da jemand schwanger wurde, ohne verheiratet zu sein, dann war das eine Schande. Und derjenige musste schnellstmöglichst heiraten. Ja, in meiner Kindheit, als ich jugendlich war, war das eigentlich schon fast völlig normal, dass man auch vor der Ehe Sex hatte und unterschiedlichste Beziehungen. Ja, wiederum, wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, wo dieser ganze Bereich hingewandert ist und wie abnorm und pervers das alles ganz offiziell geworden ist, da kriege ich einfach nur eine absolute Oberkrise. Und wenn wir dann mal einfach noch weitergehen und darüber nachdenken, wie würde es für die Kinder unserer Kinder sein? Was wird denn für sie normal sein? Ja, heute muss ich mit meinen Kindern immer wieder hinstehen und sagen, nein, das ist nicht richtig, wie das läuft. Nein, das ist nicht richtig, was sie sagen. In der Bibel steht, Gott hat Mann und Frau erschaffen. Und da gibt es nichts dazwischen, auch wenn die euch immer wieder sagen, da gibt es noch alles Mögliche mehr. Das ist einfach so verrückt, dass ich heutzutage hinstehen muss, meinen Kindern immer wieder die Wahrheit vorhalten und einfach nur zu denken, ihre Kinder werden nochmal in einer komplett anderen Gesellschaft aufwachsen, wenn sich nichts tut. Und das ist einfach, also da schrillen bei mir nicht nur alle Alarmglocken, sondern ich höre überall Sirenen und ich denke mir einfach nur, Gott, was ist die Lösung? Was können wir tun? Etwas muss geschehen. Wir können das nicht so weiterlaufen lassen. Und wisst ihr, wenn wir das einfach auch, wenn wir als Christen, ich sage das jetzt einfach mal, wie es ist, wenn wir als Christen alles weiterlaufen lassen, wie es ist, dann wird in den nächsten Jahren die Bibel umgeschrieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da schon Pläne dafür gibt. Denn die Bibel ist ja radikal. Und wenn du so willst, ist die Bibel ja schon fast rassistisch. Genau so wird es dann genannt werden. Und dann wird aus der Bibel alles rausgestrichen, was irgendwie auch nur, keine Ahnung, weiß nicht was. Es ist einfach so verrückt, dass unsere Kinder hören und hören müssen, dass dieser ganze Geschlechterwahnsinn in die gleiche Schublade geschoben wird wie Diskriminierung von Indianern und Schwarzen aus der Geschichte und so weiter.
Das ist einfach absolut krass und absolut krank. Und was wir einfach in unserem Land sehen und auch weltweit, ist, dass eine absolut kleine Minderheit anfängt, eine ganze Nation umzukrempeln. Und das stimmt doch etwas nicht. Deutschland ist eigentlich ein christliches Land. Deutschland gehört den Christen. Aber wo sind die Christen? Ja, stattdessen haben wir eine bunte Mischung aus allem Möglichen. Und nein, ich bin nicht menschenfeindlich und nein, ich bin auch nicht rassistisch. Ja, ich habe ein großes Herz für alle. Aber ich glaube, dass es richtig ist zu sagen, unser Land gehört zu Gott. Ja, Gott ist unser König. Wir glauben an Gott. Wir sind Christen. Und wer in unser Land kommt, der darf und sollte sich auch dem anpassen und nicht andersherum. Ist es nicht so? Ja, wir lieben alle Menschen, keine Frage, aber wir dürfen einfach nicht diese Dinge laufen lassen, wie sie laufen. Ja? Sonst wird das erste sein, die Bibel wird umgeschrieben und das nächste wird sein, dass Christsein verboten wird. Ihr müsst einfach sehen, wie es ist, denn Christ zu sein bedeutet, radikal zu sein. Denn wir haben nun mal eine Religion, die als Grundaussage für sich in Anspruch nimmt, zu sagen, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und daran lässt sich nichts ändern. Und mir dreht sich einfach der Magen um, einfach darüber nachzudenken, wo das alles hinlaufen wird, wenn nichts geschieht. Aber ich glaube, dass es nicht hoffnungslos ist, sondern dass wir Christen ein Mitspracherecht haben, beziehungsweise ein Recht und auch eine Pflicht, wirklich aufzustehen und etwas zu unternehmen. Wir haben als Christen versagt. Ja, wir haben über viele Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte unseren Platz einfach nicht in Anspruch genommen, den Gott uns gegeben hat. Sein Auftrag war auch in unserem Land, das Land einzunehmen für ihn, zu herrschen und zu regieren, und zwar mit einem Königreich Gottes denken und einer Königreich Gottes Perspektive. Aber wir Christen, das Christsein ist auch in Deutschland zu einer Subkultur geworden. Wir sind ohne jeglichen relevanten Einfluss. Und es ist Zeit, dass wir uns selber einen Tritt in den Hintern geben und sagen, so geht es nicht weiter und so darf es auch nicht weitergehen. Ja, das Problem ist nur, dass diese Zeit uns Angst macht, dass diese Tendenzen uns Angst machen, dass wir Angst davor haben, was vielleicht auch auf uns zukommen könnte, wenn wir den Mund aufmachen. Aber Leute, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Wir dürfen unser Leben nicht leben, entweder aus rein egoistischen Gründen, zu genießen, was wir haben, auch das, was wir mit Gott haben, und einfach froh zu sein, wenn alles andere halbwegs ruhig bleibt. Das ist einfach falsch. Das ist nicht das, was Gott uns aufgetragen hat, sondern wir haben einen Auftrag. Und heute Morgen hatte ich so klar empfunden, dass wir uns wirklich in einem Apostelgeschichte 4 Moment befinden. Da ist etwas da, wonach wir fragen können, was kommen wird und was uns helfen wird. Und das möchte ich einfach mal ganz kurz aufdröseln, was ich damit meine. In der Apostelgeschichte 4 waren Petrus und Johannes verhaftet worden. Warum? Weil sie den Mund aufgemacht haben und weil sie die gute Botschaft von Jesus verkündigt haben. Sie haben über Jesus gesprochen und sie wurden gefangen genommen und dann haben sie gesagt bekommen, von oben, ihr sollt aufhören, von Jesus zu reden. Ihr dürft nicht mehr zu den Menschen von Jesus reden. Und dann sind Petrus und Johannes entlassen worden. Und sie sind dann zu einem Haus gegangen, wo Gläubige sich getroffen haben. Und sie haben ihnen erzählt, was das Gericht, die Mitglieder des Hohen Rates, zu ihnen gesagt haben. Dass sie nicht mehr über Jesus reden dürfen. Was haben die Gläubigen dann gemacht? Da heißt es, als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und sie beteten: Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren Davids, deines Dieners, gesagt, warum tobten die Völker vor Zorn, warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und exakt das ist das, was wir heute sehen, nichts anderes. Und dann sagen sie, genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Und so können wir auch wir beten und sagen, Gott, genau das geschieht in unserem Land. Und dann heißt es,
Dann heißt es weiter, dass die Christen beten und sagen, höre ihre Drohung, Herr. Gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesu Zeichen und Wunder geschehen. Ja, sie beten und sagen, gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Was ist denn die gute Botschaft? Was ist denn unsere gute Botschaft? Ist es nicht diese, zum Beispiel zu sagen, Gott erschuf Mann und Frau? Ist es nicht Teil unserer guten Botschaft zu sagen, Gott schenkt dir Identität, du bist ein Sohn oder du bist eine Tochter? Ist die gute Botschaft von Jesus nicht, es gibt einen Vater im Himmel, der dich liebt? Ist es nicht, es gibt eine göttliche Ordnung für unser Leben hier auf der Erde, damit wir im Segen sind, damit es uns gut geht? Ist es nicht Teil der guten Botschaft, die Jesus gepredigt hat vom Königreich Gottes? Und ja, genauso. Und der wichtigste Teil ist natürlich, Jesus ist gekommen für dich und mich. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir Vergebung finden für unsere Schuld und Sünde und deshalb überhaupt in Beziehung leben können mit Gott. Das ist die gute Botschaft. Aber all die anderen Dinge gehören damit auch dazu. Und dafür brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut von Gott, als Christen aufzustehen in diesem Land und nicht mehr still zu sein. Ja, wir müssen unsere Stimme finden und wir müssen anfangen, nicht nur zu schweigen. Wir sagen ja nicht Ja dazu, aber wir schweigen. Nein, wir müssen aufstehen und wir müssen Opposition bilden und wir müssen sagen, das ist nicht richtig. Deutschland ist ein christliches Land. Wir haben Wurzeln und an diesen Wurzeln halten wir fest. Ja, die Christen, die wussten, Gott, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen dich, schenk uns Mut. Und sie haben gebetet und dann lese ich hier in der Apostelgeschichte, da steht, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist das, was wir tun müssen und das ist das, was wir brauchen. Wir müssen Gott bitten, dass er uns mit Mut und Kühnheit erfüllt und mit seinem Heiligen Geist, damit wir mutig und unerschrocken, egal was es uns kostet, die Wahrheit benennen und für die Wahrheit eintreten. Und hier heißt es, sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Und wisst ihr was? Wir Christen, wir sagen immer wieder, oh, wir sehnen uns nach Zeichen und Wundern. Gott, komm und schenk uns deine Kraft und zeig du dich unter uns und gebrauche du uns. Und das ist so gut und so richtig. Aber du musst einfach sehen, in welchen Kontext es gehört. Dazu gehört, dass wir mutig und unerschrocken die Botschaft des Reiches Gottes verkünden. Dafür ist Jesus gekommen und gestorben. Und die Zukunft, wenn wir denn eine haben wollen, die muss in diese Richtung führen. Gott ist mehr als bereit, uns mit seinem Geist zu erfüllen und uns übernatürlich Mut und Kühnheit zu schenken, auch in unserem Land und für unser Land. Und ja, das beinhaltet natürlich auch alle Leiter, alle Gemeindeleiter, alle Pastoren, aber auch alle Leiter sonst wo in unserer Gesellschaft, in den Firmen, an den Arbeitsplätzen. Und es beinhaltet genauso dich und mich. Uns Kleinen, No-Names, wenn du es so willst. Da, wo du unterwegs bist, mit den Müttern, mit denen du dich triffst, in dem Kindergarten, wo du vielleicht im Förderverein aktiv bist, in der Schule, im Schulvorstand, in den Elternabenden, im Gespräch mit den Eltern, ganz egal wo, wenn du Kinder hast oder auch wenn du keine Kinder hast, aber Kinder haben möchtest. Oder wenn du Kinder hast und die sind schon erwachsen und du denkst, oh Gott, wie gut, dass sie schon erwachsen sind. Dann hast du vielleicht Enkel oder du wirst Enkel haben. Jeder einzelne von uns muss aufstehen, um der Zukunft dieses Landes willen und um unserer Kinder willen. Wir dürfen das alles hier nicht so laufen lassen. Gott ist größer als das und mit ihm sind wir größer als das. Ich weiß, dass dieses Leben und auch das ganze Politische, was da so abgeht, das fühlt sich manchmal so groß an. Ja, dass ich als Einzelner denke, oh Gott, was soll ich schon tun? Was kann ich schon ausrichten? Was nützt es schon, wenn ich meinen Mund aufmache? Aber die Geschichte zeigt uns schon immer eines, dass tatsächlich einer oder wenige
den Kurs der Geschichte verändern können, wenn sie es nur wollen und wenn sie bereit sind, ihr Leben dafür zu geben. Und da möchte ich dich herausfordern, da möchte ich dich hineinrufen. Du hast eine Verantwortung und du darfst nicht länger wegschauen. Du musst aufstehen und anfangen, wie die Christen zu beten und mit anderen gemeinsam zu beten, zu sagen, Gott, mach uns kühn und mutig. Hilf uns, echte Christen zu werden, die Jesus nachfolgen und die sich nicht verstecken. Ja, und es ist immer die Gefahr, wenn wir Angst erleben. Wir erleben alle Angst. Aber Angst wird uns entweder dahin treiben, dass wir uns verstecken, dass wir versuchen, uns zu schützen und unser Leben zu bewahren. Oder Angst wird uns motivieren, aufzustehen und loszuziehen, das Land in Besitz zu nehmen, zu sagen, ja, ich habe Angst, aber Gott, du hast eine Antwort darauf. Und ich bete wirklich, dass dieses Video dich erwischt und dass es einfach, dass der Geist Gottes dein Herz berührt und du nicht mehr länger einfach nur still sein kannst und weitermachen. Das ist wirklich mein Gebet für dich und für mich und für uns alle. Und ich bitte dich, dieses Video zu liken und auch weiter zu schicken. Teile es einfach. Das kann nicht länger wahr sein, dass wir einfach nur schweigen zu diesem Wahnsinn, der um uns herum abgeht. Wir haben eine Stimme und es ist Zeit, dass wir als Christen in diesem Land unsere Stimme finden, denn Deutschland gehört den Christen. Okay? Deutschland gehört den Christen. Das ist die Wahrheit, das sind unsere Wurzeln, das ist unser Erbe. Und lass uns doch dafür kämpfen, dass auch unsere Kinder noch ein Erbe haben, das sie in Empfang nehmen können. In diesem Sinne, ganz viel Segen euch allen und bis dann.